steht Reichssegeberg, 2. Dezember 2015. Weihnachtsbaum auch noch bald beschaffen. Links rein zum Hotel Friesenhof. Hier ist ein Nasi mit seiner Fotokamera. Und den wollen wir mal mit Salam Aleikum begrüßen, den Nasi. Ah, der FED-Fahrer, der Lieferfahrer aus Afrika, gekommen mit seinem Lieferwagen. Hier ist der Maxims aus China, rechte Seite, mit Kegelbahn sogar. Tankstelle, sagen wir auch mal ein freundliches Salam Aleikum. Hier ist ein Wolkenkratzer links. Links nochmal guten Morgen. Hotel ist auch links. Das ist ein Lidl. Habe ich auch schon mal eingekauft. Der X8, guck mal. Das ist ein Wankelmotor. Ja, bin ich schon mal gefahren. Sehr gutes Fahrwerk. Thank you.
Annies Eis gibt's auch. Da ist der Rewe schon fast fertig. Ja, schon fertig. So schnell geht das. Oh, der sieht doch ein bisschen besser aus als der Rewe in Oldesloe. Da haben sie nämlich in Betonbauweise. Und das sieht doch nicht so freundlich aus. Da sind Reihenhäuser. Jetzt sieht man das gut, das Ganze im Winter. Da sind Hunde. Man sieht auch meine Schmink. Oder links da. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hat er nicht gesehen. Ja, meinen Köder habe ich auch mit. Jetzt muss ich da sogar Hundesteuer für bezahlen. Ich dachte, ich komme da rum, aber war dann doch nicht. Aber dafür lasse ich ihn immer morgens um 5 raus, damit er schön bellen kann. Hundesteuer kostet bei uns auf dem Dorf 26 Euro das ganze Jahr. Jetzt haben sie mir eine Rechnung geschickt für ein Vierteljahr, das letzte Vierteljahr jetzt. Und 6,50 Euro. Naja, habe ich dann bezahlt. Und der Verwaltungsaufwand ist ja größer als die Steuer. Hier gibt es nur Thai, das heißt Thai-Massage, nicht zu verwechseln mit Muay Thai. Darf man nicht verwechseln, dann gibt es nämlich einen auf die Fresse. Einmal möchte Muay Thai haben, dann gibt es einen. Und zwar sogar mit Füßen teilweise. Die kämpfen auch mit Füßen. Boah, die sind ganz gut eigentlich. Ne? Aber an mich haben sie sich nicht rangetraut, da haben sie eine Pistole genommen. Oh. Eine Pistole ist ein bisschen unfair, ne? Ja, so sind sie halt. Herangekommen sind sie trotzdem. Ein bisschen auf Abstand geblieben, mit Pistole rumgefuchtelt, besoffen. Die ganzen Hitzköpfe. Ne? Leicht erregbare. Das liegt daran, wenn sie nicht genug Sonne gekriegt haben. Und zwar im Winter gibt es auch nicht so viel Sonne und so. Dann besteht ein Vitamin D-Mangel aufgrund zu geringer Vitamin D-Zufuhr über die Haut. Die haben ja dunkle Haut und die müssen ja natürlich auch viel Sonneneinstrahlung haben, sonst haben sie einen Mangel. Und dann werden sie aggressiv. Das ist bei allen so. Und das ist auch der Grund, warum wir so ruhig sind und so, weil wir immer genügend Vitamin D durch die Haut aufnehmen können, weil unsere Haut ist ja hell. Und der kleinste Sonnenstrahl, der produziert schon gleich Vitamin D und deswegen haben wir so ein ruhiges Gemüt. Die anderen aber nicht. Eben so ein bisschen temperamentvoll. So, hier haben wir noch wieder Blockbauweise, so wie im Ostblock. Deswegen heißt der Ostblock ja auch Block. Nicht nur Ost. Da gibt es sowas auch. Da sagen sie denn aber Kaninchenstelle zu. Zumindest in der Ukraine.
In Polen gibt es auch ein bisschen sowas. Sogar in Finnland haben wir auch was. Obwohl Finnland wird ja nicht mehr zum Ostblock dazugezählt, obwohl das ja im Osten ist. Finnland. Ganz interessant, die Sprache. Es ist nicht ein einziges Wort, was man verstehen kann. Als Mitteleuropäer kannst du natürlich so germanische Sprachen wie Schwedisch auch, das geht alles irgendwie, ne? Da kannst du Burg, heißt dann Borg oder so, ne? Göteborg. Jedenfalls alles so ein bisschen verständlich. Aber in Finnland nicht. Nicht ein einziges Wort. Sogar Zentrum von der Stadt. Das heißt da Keskusta. Ich habe immer gedacht, was heißt denn bloß Keskusta? Aber da das in jeder Stadt dran stand oder an jedem Ortsschild als Hinweis, habe ich gedacht, Mensch, das muss ja wohl doch das Zentrum sein, wenn ich dann doch drauf gekommen. Ja. So, was haben wir hier? Gucken wir mal links, da gibt es auch noch irgendwie sowas. Wohnwagen, Wohnmobile, Hasenkampf. Omega und dann gibt es noch Dinse. Schweißgeräte. Da wollen wir gucken. Ja? Gleich sind wir auch bei der Arbeitsstelle und dann werden wir wieder abstellen. Ich stelle immer rechtzeitig ab, nicht dass einer noch sieht, wo meine Arbeitsstelle ist und mir meinen Arbeitsplatz wegnimmt. Das wäre was. Ich kann euch aber sagen, hier habe ich auch schon mal gegessen. Krakau beim Thüringer und so weiter. Eintopf, ne? Das wär's. Und tschüss.